Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Golem Bundle von Tarek KZ. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Golem von Tarek KZ. Das Ganze am 31. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Tarek. Kaum zu glauben, obwohl er schon seit so vielen Jahren in der Deutschrap-Szene aktiv ist, ist es das erste Soloalbum. Denn die anderen Sachen sind alle mit oder über KZ erschienen, als KZ erschienen. Und jetzt ist das erste Solo-Release am Start. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus dem Album an sich auf CD. Dann haben wir ein Shirt mit dabei, einen Sticker und dann nochmal das Album auf Vinyl. Gut, nachdem das Album hier sowohl in der Vinyl- als auch in der CD-Variante noch in Folie ist, werden wir das Ganze mal befreien, aufschneiden. So, hier oben einmal. Und dann schauen wir mal hier. Ja, hier bietet sich das gut an. Oder wobei es ein Gatefold, machen wir gleich hier. So. Einmal und zweimal. So, die Vinyl gehen wir mal zur Seite und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Wir haben hier ein Digipack in Schwarz. Tarek KZ lesen wir oben, darunter den Albumtitel Golem. Und dann haben wir hier so ein Schwarz-Weiß-Foto, ein Hochkant-Foto von einem kleinen Jungen. Ich gehe mal stark davon aus, es ist ein Kindheitsfoto von Tarek. Ich würde jetzt mal so schätzen, das ist so im Volksschulalter so, ja, oder eventuell etwas älter. Ich sage jetzt mal so 8 bis 12 Jahre würde ich ihn da so ungefähr schätzen. Sieht auf jeden Fall ziemlich wütend, ziemlich mies aus der Blick. Also wenn ich nicht wüsste, wer es ist, würde ich sagen, das ist zweifelsfrei irgendwie ein potenzieller zukünftiger Amokläufer oder Serienmörder. Also sieht echt etwas verstörend aus, meiner Meinung nach. Tarek KZ Golem lesen wir auch hier auf der Seite, wenn es einmal fokussiert. Ja, ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier auf diesem Album insgesamt 12 Tracks und wir haben auch Features, und zwar 3 Stück. Einmal hier der Track KZ für immer, natürlich, wie sollte es anders sein, mit seinen beiden Kollegen von KZ, mit Nico und Maxim. Und dann haben wir auf dem Track Nubischer Prinz noch ein Feature von einer Dame, und zwar Miss Platinum. So, darunter die Beteiligten plus Barcode. Das Album gibt es regulär natürlich zu kaufen, ebenso wie die Vinyl. Im Laden, auf Amazon, wo auch immer. Aber das Bundle gab es wirklich nur exklusiv über einen Webshop. So, hier haben wir einmal das Artwork, das Logo von Golem. Auf der linken Seite haben wir ein Herz. Dann schauen wir mal hinein. Auf der rechten Seite einen Totenkopf. Und in der Mitte die CD. So, hier rechts haben wir eine Stecktasche. Dann schauen wir das Ganze mal an. Das Booklet ist außerordentlich dick. So, das sind Fotos. Was lesen wir hier? Über uns liegt die verwesene Stadt. Den einsamen Menschen gehört die Nacht. Upp. Mein Herz hämmert, als wäre jemand in mir eingesperrt. Irgendwann ticke ich aus. Wer sie besitzen will, der hat sie nicht verdient. Gut, hier gibt es das erste Mal dann keinen Text. Gibt es unter anderem Aschenbecher und gerollte 50-Euro-Scheine. Ich bin in schlechter Gesellschaft, wenn ich alleine bin. Jawohl. So, was haben wir hier noch? Vom Menschen, den du mal mochtest, bin ich weit entfernt.
das Ende naht. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zu den einzelnen Tracks. Sehr schön. Okay, und hier gibt es dann auch noch die Album-Credits. Gut, also ein sehr schönes Booklet. Am Anfang jede Menge Fotos und ein paar Textzeilen und dann zum Schluss die Credits. Ich dachte ehrlich gesagt, nachdem das so dick ist, dass wir hier eventuell die Lyrics drin haben. Aber nein, dem war nicht so. Die CD in Schwarz und Rot. Und dahinter glattrot. Ja, in meinen Augen eine absolute Traumkombination farblich, also schwarz-rot für mich echt die Kombination schlechthin. Dann haben wir die Vinyl. Die ist hier etwas anders gehalten, denn wir haben hier das Foto, das wir auch auf der CD hatten, über die gesamte Größe des Covers. Also hier quadratisch. Dann haben wir auf der Seite auch wieder Tarek, KZ und Golem. Und auf der Rückseite auch hier wieder die Tracklist. Plus Beteiligte und Barcode. Ja, wie gesagt, die Vinyl kann man auch natürlich einzeln kaufen, nicht nur in diesem Bundle. So, dann haben wir hier ein Foto, das kennen wir schon aus dem Booklet. Also hier dieser Essenstisch mit Zigaretten, 50-Euro-Schein, hier oben dann noch Wodka. Und das sieht mir aus wie, ja, wie Muscheln, wie Austern, die hier gegessen wurden. Und dann haben wir hier noch einen Spiegel mit einer Kreditkarte. Ich gehe mal davon aus, dass hier, ja, das weiße Pulver in Bahnen liegt. Wir sehen es hier oben. Also hier wurde ordentlich gefeiert. Darunter haben wir dann auch wieder die Credits zum Album. Das Ganze kommt in einem Gatefold, bedeutet, wir haben zwei Stecktaschen. Nummer 1 und Nummer 2. So, jetzt schauen wir mal, ob wir noch was vorfinden, aber ich glaube, nein. Also die Stecktaschen sind leer. Wir kommen zur ersten Vinyl. Die kommt hier in einer roten Papierhülle. Auf der einen Seite haben wir diesen Totenkopf plus wieder die Lyrics, also nicht die Lyrics, die Credits zu den einzelnen Tracks. Auf der Rückseite dann das Herz, auch hier wieder die Credits. Und das Ganze geht dann hier oben auf. So, und wir haben hier wunderschön eingefärbt rote Vinyls. Die sind hier also von der Gestaltung her etwas schlicht gehalten, einfach nur in Schwarz und Rot. Wir haben hier rechts das Golem-Logo klein quadratisch und dann eben A-Seite und B-Seite. Sehr schön. So, das packen wir wieder zurück. Und kommen direkt zur zweiten Vinyl. Hier haben wir natürlich auch wieder auf der Unterseite die Credits zu den einzelnen Tracks. Hier gibt es dann auf der C-Seite den Sensenmann, auf der D-Seite den angebissenen Apfel, den Schneewittchenapfel. Und dann schauen wir auch hier natürlich rein. So. C und D-Seite. Jawohl. Gut, das war's soweit zum Album. Zu der Vinyl. Also wie gesagt, Doppelvinyl und die kommt in diesem Gatefold hier. Aber damit nicht genug. Wir haben noch mit dabei einen Sticker, quadratisch, hier klassisch das Albumcover drauf. Und als letzten Bundleinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Oha. Gut, das habe ich auch noch selten gesehen. Normalerweise, wenn mir irgendwie was passiert bei Boxen, bei Bundles, dann habe ich meistens Pech im Sinne von mir fehlt irgendwas oder von irgendeiner Sache, die mehrfach drin war, hätte ich eigentlich oder hatte ich dann eigentlich nur eine. In diesem Fall sieht es tatsächlich so aus, als hätte ich ein Shirt zu viel bekommen. Denn in diesem Bundle sollte eigentlich nur ein Shirt dabei sein. Wir haben hier ein Shirt der Marke Gildan in der Größe M. Und hier auch nochmal in Größe M, das ist genau das, was ich bestellt habe. Die Größe konnte man sich frei auswählen. Cool, habe ich ein zweites. Das kann ich eventuell verschenken oder verlosen, was auch immer. Überlege ich mir noch. Ja, vielen Dank dafür. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt keinem
anderen das Shirt weggenommen habe, also dass jetzt irgendwie ein Bundle verschickt wurde ohne Shirt. Also, wir haben hier ein schwarzes Shirt mit rotem Tarek KZ und Golem Schriftzug. Darunter dann ein Foto von Tarek mit Cap ins Gesicht gezogen. Also man sieht hier von seinem Gesicht, von seiner Augenpartie relativ wenig. Es ist hier im Schatten. Auf der Rückseite das Ganze in schwarz gehalten. Und wir haben es, wie gesagt, zu tun mit einem Shirt der Marke Gilden, Softstyle. Und wir haben hier 100% Baumwolle, Größe M und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wie gesagt, die Größe war damals frei wählbar. Also ich glaube von S bis XL oder sogar XXL konnte man sich dort alles aussuchen. Ich habe mich wie immer für M entschieden. Aber wie gesagt, mit zwei Shirts hätte ich echt nicht gerechnet. Und ich habe auch in diesem Bundle nur eines gehabt, also eines bestellt. Dementsprechend ist das andere echt eine erfreuliche Überraschung. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Ein Shirt, auch wenn es bei mir zwei waren. Dann haben wir das Album auf CD mit insgesamt 12 Tracks und 3 Features. Den quadratischen Sticker sowie das Album im Gatefold auf Doppelvinyl. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Golem von Tarek KZ. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tarek KZ unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.